Moin, jo, mal wieder ein Video aus der Reihe, aus der Szene, für die Szene. Jo, und heute habe ich hier ein Messer, das Real Steel, das Sakura in der All Black Version. Und das Sakura ist ein ziemlich cooles Poltergeist Works Design, integraler Griffaufbau. Das gefällt mir optisch ganz gut, ist auch ein sehr guter Arbeiter. Und da ich davon mehrere Modelle habe, einige habe ich mittlerweile auch schon verschenkt. Ich hoffe, die Personen, die diese Messer haben, die haben damit ihre Freude. Ein weiteres hatte ich verkauft. Ich glaube an Phil, wenn ich mich recht erinnere. Ich hoffe, Phil hat damit auch seine Freude. Und ein weiteres jetzt, das Real Steel Sakura Tech. Hier mit den Serrations, mit der Blackwash-Klinge. Das möchte ich jetzt raushauen, damit das einen neuen Besitzer bekommt. Denn es liegt tatsächlich bei mir nur rum und dafür ist es zu schade. Natürlich verkaufe ich auch Messer von mir, klar, aber ich muss nicht immer alles verkaufen. Das versuche ich selber immer wieder zu unterbinden und deshalb, dieses Modell würde ich gerne weitergeben an jemanden, der Bock drauf hat. Es sei hier ganz klar aber gesagt, dass die Schrauben verklebt sind und zum Beispiel am Clip auch jetzt schon gut leider durchgenudelt sind. Also da wird man so seine Probleme haben, wenn man mal tatsächlich das Messer demontieren möchte. Es ist aber jetzt erstklassig eingestellt, also Klinge steht mittig und es ist kein Spiel vorhanden. Da gibt es also nichts zu meckern. Die Klinge kommt scharf daher. Wer auch immer das Teil bekommt und mit den Serrations gut leben kann oder sowas sogar positiv begrüßt, damit lässt sich doch einiges dann auch gut mitschneiden. Der dürfte wirklich Freude an dem Teil haben. Jo, und mir bleibt gar nicht viel zu sagen, außer wer Bock auf das Messer hat, der hinterlässt einfach einen dementsprechenden Kommi in der Kommentarleiste, aus dem hervorgeht, dass er gerne bei diesem Gewinnspiel mit dabei wäre. Dann lasse ich das ungefähr 1-2 Wochen laufen. Wer dann den Gewinner ermitteln, den dann auch über die Kommis anschreiben. Und sobald ich dann die Anschrift habe, geht der Stachel für Umme an den neuen Besitzer oder die Besitzerin raus und wird hoffentlich benutzt und wird ein treuer, verlässlicher und guter Begleiter und Werkzeug sein. Jo, und das war's dann im Großen und Ganzen. Real Steel Sakura oder Real Steel Sakura Tech, beides sehr, sehr gelungene Messer, auch im Preisrahmen, da kann man nicht meckern. Da hat Real Steel wirklich ein cooles Modell auf den Markt gebracht. Das war's dann auch von mir und ich verbleibe wie immer mit All Knives Are Great. Bleibt gesund, Peace, ich bin raus.